Sehr geehrte Wargamer, Hardcore-Strategen und solche, die es vielleicht noch werden wollen, herzlich willkommen zurück hier zu Ultimate General Civil War. Und wir fangen mit unserer nächsten kleinen Zwischenschlacht-Geplänkel an, bei der ersten Schlacht von Franklin. Wir gehen mal auf Start und wir hatten ja letzte Runde schon ausgemacht, dass ich mit meinem ersten Korps, mit dem I-Korps hier angreifen werde. 23 Brigaden, 12 dürfen mitnehmen. Ich gehe mal auf Start, ich bin mir immer noch nicht sicher. Die Unionisten haben 2 Meilen südlich der Stadt eine komplette Division aufgestellt. Bisher wurde noch keine Yankee-Kavallerie gesichtet. Wir können schnell vorrücken und das Unionslager angreifen, bevor die Kavallerie eintrifft. General, das ist keine einfache Aufgabe, denn obwohl unsere Armee stärker ist, warten sie hinter einem starken Erdwall auf uns. Viel Glück. Okay, ich denke, ich habe mich jetzt schon entschieden, da wir uns wahrscheinlich erst gegen Kavallerie verteidigen müssen. Muss ich auch nicht mit Kavallerie vorwärts gehen. Es ist ziemlich dunkel. Was haben wir? 5.30 Uhr. Ich weiß nicht, ob es im Laufe der Schlacht dann noch hell wird. Aber wir können sehen, dass die doch ziemlich stark verbarrikadiert sind. Schauen wir mal, wo wir hier beim Fluss drüber kommen. Wir haben... Okay, schauen wir mal, wenn wir von Süden hochkommen. Hier haben wir einige Furten. Hier können wir rüber, hier können wir rüber. Das heißt, wir können hier auf breiter Front im Prinzip vorrücken. Ich schätze, dass die Union bereits hier an den Zäunen schon Stellung beziehen wird. Und dann müssen wir uns mal schauen. Ich hoffe, ihr könnt das überhaupt hier sehen, so dunkel wie das ist. Hier ist eine Furt, wo wir drüber kommen. Hier können wir offensichtlich drüber. Die linke Flanke. Die linke Flanke sieht mir auch ganz gut aus, was mögliche Verteidigungsstellung des Feindes angeht. Können sich hier verschanzen und hier unten. Dass wir im Prinzip den Feind über die linke Flanke aufrollen. Und nicht hier direkt auf die Stellung zu marschieren. Nee, wisst ihr was? Wir machen das. Wir gehen über die linke Flanke. Hauptsächlich, wir können mitnehmen insgesamt 12 Brigaden. Ich nehme die jetzt mal erstmal alle wieder vom Feld. Damit wir hier ein bisschen Ordnung wieder reinbekommen. Wir nehmen natürlich unsere erste Division mit. Erste Division. Dann hier ebenfalls erste Division. Erste Division. Haben wir noch eine schlechte Einheit mit bei der ersten Division. Haben wir 4 Brigaden bei der ersten Division. Dann gehen wir rüber zur zweiten Division. Einmal unsere Veteranen und vorneweg nehmen wir unsere, was haben wir denn hier für Waffen? Enfields 53er, Palmettos 1842er. Was haben die für Waffen? 53er Enfields. Wir nehmen Minty und Cable mit. Ja, wir gehen da auch mit 4 Brigaden rein. Und wisst ihr was? Wir nehmen doch lieber noch den erfahrenen Otis hier mit. Dann haben wir 8 von 12. Schauen wir mal, erstes Korps, dann nehmen wir noch starke Artillerie mit. Haben wir noch 24 Pfünder. Ja, wisst ihr was? Ich hätte die Veteranenartillerie natürlich hier mit 24 Pfündern ausrüsten sollen. Ich habe doch hier mal 24 Pfünder. Wir haben einmal Leisure. Dann nehmen wir noch die erfahrenen 12 Pfünder Napoleons von Hayes mit. So. Wir nehmen noch einmal Artillerie mit. Die erfahrenen hier. Oh, die haben die 12 Pfünder Haubitzen. Ärgerlich, dass ich die nicht ausgetauscht habe. Von Napoleons. Macht nichts. Ich nehme die mit, damit die weitere Erfahrung sammeln können. 12 Pfünder. Und dann würde ich sagen, verstärken wir eine unserer Brigaden, unsere Division hier noch. Und zwar bei der ersten Division. Entweder hier bei der Second Division eine nicht so erfahrene Einheit versuchen, Erfahrung zu sammeln. Oder auf Nummer sicher gehen bei der First Division. Wir gehen auf Nummer sicher. Wir gehen auf Nummer sicher, ja. Kommen wir hier drüber, hier kommen wir drüber. Und da kommen wir drüber. Okay. Dann Hascock, Walton, Marston nach hinten. Marston heißt so nicht der bei Red Dead Redemption? Ich glaube schon, ne? Und Sweeney, nee, immer 3. Ist da was? Wir machen das so.
Ich glaube, wir bilden hier tatsächlich einen Schwerpunkt. Zweite Division wird hier eingesetzt, um Feind hier in dem Bereich zu binden. Und mit der ersten Division schauen wir, dass wir in die Flanke kommen. Zwei Divisionen, zwei Brigaden hier hinten. Und dann nehmen wir unsere Artillerie. Weißt du was, die können wir eigentlich ganz nach vorne stellen. Die bewegen wir dann eh weiter nach vorne. Okay. Start Battle. Wir machen erstmal Pause. Marston darf mal Plänkler vorne wegschicken. Die können hier rüber. Dann Marston selber. Weißt du was, dann. Bringen wir die mal hier in Stellung. Das machen wir nicht. So, und die Artillerie. Bringen wir die jetzt erstmal in die Mitte. Und dann sehen wir immer noch weiter. Minty und Cable hier von der 2nd Division. Und General nach. Und dann geht's los. Gehen wir gleich mal mit der Geschwindigkeit ein bisschen nach oben. Bis wir den ersten Kontakt haben. Wir haben eh lange Zeit. 3 Stunden knapp. Das heißt, ich muss hier nichts übereilen. Ich werde bei Minty auch nochmal Plänkler absondern. Die können schon mal über den Fluss drüber. Interessant, sind hier einige Verbände schneller als die anderen? Nee. Sah nur so aus. Na komm, wir gehen mit Marston Skirmishes hier rüber. Hescock soll ebenfalls Skirmisher abstellen. Ah ja, doch nicht der Fall. Ich hätte gedacht, dass wir hier bereits auf Unionstruppen treffen. Offensichtlich nicht der Fall. Das bedeutet, wir gehen auf eine Stufe langsamer und wählen jetzt hier die beiden Einheiten der 2nd Division aus. Einmal schon mal hier nach vorne, eine nach hinten. Artillerie ebenfalls schon mal über den Fluss. Marston. Hescock. So, hier vorne sind auch schon die ersten Stellungen. Reed und Crook. Ich denke, dass wir uns trotzdem einigermaßen beeilen müssen. Würde ich sagen, dass wir Cable und Minty hier in Position bringen. Minty Skirmishers können wir wieder zurückrufen. Marston Skirmishers mal nach vorne. So, jetzt geht's los. Erste Division 1, 2, 3, 4, 5 Brigaden haben wir da drin stehen. Dann lasst uns doch mal die Artillerie. Leider haben wir hier keine gute Deckung, gell? Schauen wir uns mal hier an. 24 Pfünder. Vielleicht erstmal hier in die Stellung. Ja, wir bringen die Kavallerie, die Artillerie hier rüber. 1, 2, 3. Okay. Zweite Division. So, da oben sind die ersten Skirmisher der Union.
Schauen wir mal, sind wir jetzt hier noch in Artilleriereichweite? Sieht nicht so aus. Leisure, wie viel Deckung haben die hier? Deckung 32%, das ist mir zu wenig. Vielleicht kriegen wir sie noch hier untergezogen. Ne, leider können die da drüben die Artillerie nicht sehen. Das ist dann, was wir nehmen jetzt mal ein paar Skirmisher und schauen, dass wir die Stellung mal aufdecken. Und dann schauen wir, dass wir erstmal alles wieder in eine ordentliche Schlachtordnung hier bekommen. Verluste beim Leisure derzeit. 14 Mann verloren, 33 auf gegnerischer Seite. Wir schauen mal, dass wir hier die feindliche Artillerie bekämpfen. 24 Pfünder Haubitze, große Haubitze, die auf mittlere Distanz hohen Schaden anrichtet. Das ist natürlich tatsächlich eher weite Distanz, die wir hier haben. Mal schauen, ob wir da was ausrichten können. Können wir die Artillerie gleich nach vorne bringen hier. Blanker können wir zurückrufen. Ich ziehe die Artillerie hier auch ab. Blanker haben das Feld jetzt hier freigemacht. Das heißt, wir können unsere Artillerie jetzt hier im Wald unterziehen. Gehen wir doch Hescock nach vorne. Sweeney in zweite Reihe. Ah, die Artillerie ist flankiert worden. So, wir gehen jetzt hier mit der zweiten Division in Stellung. Schauen wir den Feind hier binden, Crook. Und hier mit der ersten Division dann in die Flanke kommen. Page kann hier das Feuer öffnen. Marston Skirmishers weiter nach vorne. Hescock Skirmishers. So, Cable und Minty werden jetzt hier quasi zum Fixieren vom Feind genutzt. Kann man Hescock hier eigentlich direkt rüberziehen. Sweeney. So, eine Artillerie. Page feuert hoffentlich schon. So, das sieht doch ganz gut aus. Leisure bringen wir ebenfalls hier oben in Stellung. Machen wir hier eine Artilleriestellung draus. Hescock Skirmishers. Vielleicht schauen wir, dass wir hier in die Flanke reinkommen. Sweeney dann im Anschluss hier in Hescock.
So, jetzt haben wir noch schon eine schöne Schlachtordnung hier. Skirmisher zurück zu ihrer Stammeinheit. So, Heißkopf Skirmishers. Ist der was? Gehen wir mit den Skirmishern auf die Artillerie. Artillerie steht natürlich jetzt hier nicht optimal. Komm, wir gehen hier auf die Batterie von Barrett. Crook ist im Rout, das heißt, wir können mit der 2. Division jetzt hier Richtung Fluss. Hier sichern wir ab, Cable. Das heißt, wir ziehen Lipin nach. Jetzt kommen wir hier drüber? Ich denke schon. Marston vorwärts. Newell. Tatsächlich, Kavallerie ist auf der Flucht. Die Artillerie ist auf der Flucht. Das heißt, wir können jetzt hier mit Sweeney und Hescock direkt vorrücken. Otis halt. Nicht, dass wir da zu viele Männer haben. Können wir Cable hier rausziehen. War das bald auch irgendwann. Ah ja. Hier oben haben wir Skirmisher. Sweeney hier oben in das Feld, haben wir ein bisschen Deckung. Stehen wir doch jetzt gut da. Wir ziehen jetzt mal die Artillerie nach. Wir müssen im Rückfeld, Rückraum natürlich noch ein bisschen aufpassen. Cable cuts the second division, dass wir keine Probleme mit feindlicher Kavallerie bekommen. Unionslager einnehmen. Da hinten ist es. Halten, Hescock hier halten und auf Atkins feuern. Tja, jetzt bin ich gespannt, ob die Union noch überhaupt irgendwas entgegenschmeißen kann. Ich denke, wir schicken Marston jetzt in Charge. Sollte uns Erfahrungspunkte geben. Schauen wir mal, ja, sind im Route. Ich frage, ob Marston überhaupt noch rankommt. Wahrscheinlich nicht. Sieht nicht so aus. Dann schauen wir, was wir unsere Artillerie hier hochbekommen. Gegen feindliche Kavallerie. Das Unionslager ist gleich unseres. Ja, komm, dann gehen wir jetzt hier auch in den Charge. Schauen wir uns mal Atkins hier rausnehmen.
Gehen wir mit Sweeney auf die Artillerie. Jetzt muss man aufpassen, hier kommt Gilbert noch. Jetzt beim Marston mal drehen. Wo ist die feindliche Artillerie? Junge Hascock in die Flanke von Gilbert. Otis sichert die Flanke von Hascock ab. Newell setzt mal hier in die linke Flanke zur Absicherung gegen feindliche Kavallerieangriffe. Warner. Lepine zieht zurück. Das sind meine Elite-Truppen. Wir tauschen die aus gegen Cable. Sollen die sich um die Artillerie kümmern? Mehr nicht an die Artillerie ran. Schade. Ja, Lepine wieder in den Rückraum. Und dann soll Cable hier auf die feindliche Artillerie gehen. Da ist die Frage, ob jetzt hier die feindliche Kavallerie überhaupt noch kommt. Ich denke mal schon, wahrscheinlich aus einer Richtung, die wir nicht für möglich halten. Gut, dann werden wir hier Stellung beziehen in den Wäldern. Marston, Sweeney. Wir haben alles von der 1. Division. Gehen wir mit Newell hier an dem Gehöft in Stellung. Und Hascock als Reserve. 2. Division. General darf sich auch wieder bewegen. Und Walton hier von 1. Division noch in der großen Reserve. Dann schauen wir uns, wenn den Rest von der Union hier auch noch aus dem Spiel nehmen. Flanke aufrollen mit Minty und Cable. Die können Erfahrung auf alle Fälle gebrauchen. Wir setzen nach, solange der Feind der Bewegung ist. Lepine zur Sicherung. Wir haben schon 3 Sterne, sehr erfahren, die Einheit hier von Lepine. Ist die Frage, wie die Amerikaner Lepine aussprechen. Lepine? Lepine? Ich wüsste es nicht. So, ein bisschen Kavallerie jetzt für die Supplies wäre auch nicht schlecht, aber wie gesagt, das Thema haben wir öfters, so wichtig sind die Supplies nicht. Bringt dem Feind in der Schlacht was, aber was soll es ihn jetzt auch noch groß bringen, denn die sind bereits vernichtend geschlagen. Grenzlager wurde 11 Minuten lang umkämpft. So, räumen wir hier die Stellung von Banning aus dem Rückraum auf.
Gut. Würde ich sagen, gehen wir mit der Geschwindigkeit einfach mal auf größere Geschwindigkeit. Feind ist geworfen in allen Richtungen. Wir werden jetzt hier noch Sicherungspositionen einnehmen. Vielleicht mit Cable hier oben noch am Fluss. Ja, wir gehen mit der Geschwindigkeit noch höher. Ich denke, dass hier keine Unionskavallerie mehr kommen wird. Eine Stunde 16 noch. Mindy, lass mir ein bisschen zurückfallen. Hier drüben gibt es noch einiges an Einheiten. Einmal halt. Komm, bringen wir unsere Elite-Einheit hier noch ran. Lass mich Herr Krupp noch rausschmeißen. Geschwindigkeit wieder ein bisschen runter. Hier kommt auch noch Coburn. Lass uns hier zurückfallen mit Minty. Coburn übernimmt jetzt die Flanke. Lepine. Gehen wir Geschwindigkeit wieder auf langsamste Stufe. Minty hier halten. Ich denke, dass Coburn gleich brechen wird. Tja, Minty bricht. Minty hat massive Verluste eingesteckt. Was haben wir denn jetzt hier? Kann ich nicht anklicken. Lepine hier halt. Erstmal Coburn in die Flucht schlagen, bevor wir uns um Reed kümmern. Und dann ziehen wir Artillerie nach. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man das Spiel auf dieser wahnsinnigen Geschwindigkeit spielt. Also nicht der jetzt, sondern die wir vorher hatten. Lepine hat aber auch schon unangenehm viele Verluste hier. Lass ein Stück zurückfallen. Einmal halt, drehen. Gegen Coburn. Ja, hätte ich die Artillerie gleich mal nach vorne bringen sollen. Lepine hat 238 Mann verloren und plus 297 auf Führungszeiten rausgenommen. Wir ziehen Cable ein Stück zurück. Einmal hier halt. Und mit Otis jetzt in die Flanke. Coburn zieht sich zurück. Im Norden ist alles ruhig. Und im Süden habe ich ein bisschen geschludert. Ja, fast 300 Mann hier bei Lepine. ...48 Minuten noch, wir gehen mit der Geschwindigkeit wieder mal auf normale Geschwindigkeit. Cable ein Stück zurückfallen lassen. Und halt. Otis zurückfallen lassen. Ja, das kommt davon, da war ich viel zu leichtfertig. Otis halt. Pin zurück.
kommt davon. Hochmut kommt vor dem Fall. Da war ich. Etwas zu hochmütig und zu leichtsinnig. Da kommt die feindliche Kavallerie. Nicht, dass sie mir große Sorgen macht. So, was macht die hier im Norden? Also Sichtweite, 39 Minuten noch. Mit der Geschwindigkeit wieder ein bisschen hoch. Und auf wahnsinnige Geschwindigkeit, eine Stufe schneller wird es noch gehen. In 20 Minuten noch. Es ist die Frage, ob die Kavallerie hier drüben noch über links kommt, aber dazu kann ich sie nicht sehen. So, dann gehen wir auf wahnsinnige Geschwindigkeit. 20 Minuten. Es muss noch Atkins hier oben im Spiel. Tatsächlich kommen hier nochmal drei Brigaden. Crook, Banning und Coburn. Darf Minty nochmal ein bisschen Erfahrung sammeln. Und Cable. Mit den beiden nicht schaden, sind die unerfahrensten Einheiten hier. Und hier oben bei Marston haben wir tatsächlich noch Munitionsschwierigkeiten. Könnten wir ändern. Aber die Schlacht ist vorbei. Damit beenden wir sie auch. Wir haben verloren 2038 Mann. Die Union hat 3175 Mann verloren. Plus 24 Kanonen. Wir selber haben nur 2 Kanonen verloren. Jetzt schauen wir uns mal an Güter. Naja, immerhin. 325 Lawrence Rifles, 407 Harper's Ferries. Da sind wir ein bisschen am Aufstocken. Das ist gut. Also kleine Scharmützel, kein großes Problem. Wir haben jetzt noch eins der Scharmützel vor uns. Karrierepunkte. Da können wir gleich mal schauen, wo wir die investieren. Und zwar haben wir gesagt, bei Wirtschaftlichkeit dadurch Ermäßigung 12,5% bei Einkauf neuer Truppen oder Waffen. Müssen wir mal schauen. Preise für neue Waffen, okay. Vielleicht investiere ich tatsächlich nochmal ein bisschen was in Nachschubwesen. Das Munition auf dem Schlachtfeld. Nee, wir gehen tatsächlich mal auf Politik noch eine Stufe. Und in der nächsten Runde schauen wir mal auf die Schlachtenkarte. Ja, wisst ihr was? Wir schauen uns die Nachrichten in der nächsten Ausgabe an. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Ausgabe wieder mit reinschaut. Und bis dahin wünsche ich euch gute taktische, operative und natürlich auch strategische Entscheidungen auf all euren Schlachtfeldern. Macht's es gut. Ciao, pfiat's euch. Servus.